mein Festplattenreceiver. Und ja, der wird sich jetzt um alles weitere kümmern. Und wenn das XP-Event dann zu Ende ist, beziehungsweise ich hier die Aufnahme stoppe, werde ich mich schön vor den Fernseher setzen und mir dann Hopstars reinziehen. Und das Gute ist, ich kann dann die Werbung vorspulen. Werbung ist ja auch so ein Ding. Manche gucken dann bewusst die Werbung, manche machen dann einfach leiser, schalten dann weg. Ja, also ich gucke dann eigentlich ja, so richtig kann ich jetzt auch nicht sagen, was ich mache. Also ab und zu schalte ich dann mal weg oder mal um. Das kommt halt wirklich auf die Situation drauf an. Was ich auch gerade gucke. Beziehungsweise ob irgendwo was anderes kommt. Und meistens, wenn dann wirklich irgendwo was anderes guckt, gucke ich da weiter. Dann verpasse ich eigentlich meistens umzuschalten zu der Sendung, die ich eigentlich gucken wollte. Also Werbung finde ich irgendwo doch schon ziemlich nervig. Aber es ist halt so. Und das ganze Fernsehen finanziert sich ja alles über Werbung. Es muss ja irgendwo Geld herkommen. Und das wird halt alles über Werbung gemacht. Kann man sich nun streiten, ob das gut oder falsch ist oder nicht falsch oder richtig ist, aber Fakt ist nun so. Ja, und die Öffentlich-Rechtlichen, die haben Werbung und die GEZ, was ich ja eigentlich sozusagen doppelt abzocke finde, obwohl, dass man dann wieder so durchsehen kann, dass sie diese Primetime-Werbeplätze, also 20.15 Uhr, nicht haben, da in den Öffentlich-Rechtlichen, außer vor Filmen oder ähnlichen, beziehungsweise Wetterbericht oder an Wetterbericht Nachrichten, keine Werbung kommen darf. Also von daher fehlen diese Top-Werbeplätze. Also je nachdem, wann eine Werbung auch in einem Programm platziert ist, bringt sie verschieden Geld ein. Also die Werbeunternehmen kaufen sie, also es wird ein Werbefilm produziert und der Film muss jetzt irgendwie unter das Publikum gebracht werden. Und da suchen sich die Werbemanager natürlich erstmal einen Sender aus, der eine hohe Einschaltquote hat, weil da gucken natürlich viele die Sender die Werbung. Und dann wird eben gesagt, für jedes Mal Einblendung der Werbung bezahlt die Firma so und so viel Geld an den Sender, der das bezahlt, der diese Werbung sendet. Ja, diese Beträge weiß ich natürlich überhaupt nicht. Aber also das ist halt die Hauptfinanzierung von den Fernsehsendern über Werbung. Ja, und natürlich 20 und 15 schauen die meisten Menschen. Ja, und da muss ich als werbende Firma auch mehr Geld zahlen, wenn ich zu diesem Sendeplatz eine Werbung haben möchte. Aber ich glaube, hier hat genug über Werbung gequatscht. So wirklich möchte das bestimmt auch keiner wissen. Oder viele wissen das ja eh schon, wie das alles abläuft. Also von daher brauche ich da nicht so viel zu erzählen, denke ich mal. Ach, ich mach den noch kalt. Ihr wisst ja, Geld und Erfahrungspunkte. Ich muss mal sagen, werden ja wirklich Wartungsarbeiten durchgeführt und es gibt auch ein paar manchmal so kleine Patches und Updates. Und nach dem neuesten Patch, finde ich, ist die Steuerung doch etwas schwieriger geworden. Muss ich sagen, also gefällt mir, ich sage mal, die Steuerung, die fand ich sowieso noch an manchen Stellen verbesserungswürdig, aber ich muss mal sagen, jetzt finde ich sie nicht so wirklich gelungen. Also manchmal, naja. Aber okay, liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht wirklich unbedingt der besonders gute Spieler bin. Ich werde mich jetzt mal wieder um meine defensiven Zauber kümmern. Das ist noch eine ganz schöne Menge. Oh, es wäre total ärgerlich, wenn ich jetzt die Aufnahme abbrechen müsste, bloß weil mein Hals nicht mitspielt.
Ach ja, Todesengel. Wo bin ich denn, Todesengel? Hallo? Aber ich glaube, ich muss, nachdem ich hier mit den Panthern fertig sind, mal schnell etwas in den Soundeinstellungen gucken, denn ich fürchte, ich habe etwas vergessen einzustellen, was sich teilweise etwas negativ auf die Let's Play auswirkt. Und zwar ist das die Lautstärke meiner Sprache, wie laut ich spreche. Ich hoffe, dass ich es richtig eingestellt habe am Anfang, aber ich bin mir dessen nicht hundertprozentig sicher, deswegen werde ich dann gleich mal kurz ein kleines Päuschen machen und mich dann gleich wieder zurückmelden. Ah, okay. Naja, also dann. Ich melde mich gleich zurück. Ah, das ist ärgerlich. Ciao. So, da bin ich schon wieder. Gott sei Dank war alles richtig. Wenn da nämlich eine Einstellung falsch gewesen wäre, hättet ihr mich mal so eben überhaupt nicht gehört. Das wäre ziemlich doof gewesen für euch und im Endeffekt für mich auch. Das ist dann doch recht ärgerlich, so eine ganze Geschichte, wenn man dann niemanden hört. Ich quatsche hier und quatsche hier und quatsche mich tot und das ist nicht zu hören. Da kann man, denke ich, dann auch sich einen Workshop angucken. Was mache ich denn jetzt für eine schöne Kacke? Kann mir das mal bitte einer verraten? Ich glaube, nein. Naja, okay. Da kommt erstmal einer auf mich zugerannt. Okay, den ja. Mal schnell um die Ecke bringen! Und tschüss. Dann den nächsten. Mach dich auf zu sterben, du mordlustiger Rebellensoldat. Und du bist auch an der Reihe zu sterben. Ich finde das Geräusch, wenn die sterben, finde ich immer cool. Aber ich kann das gar nicht mehr nachmachen. Ich weiß nicht, habe ich den hier schon ausgenommen? Nein, noch nicht. Den muss ich auch noch ausnehmen. Ja, komm. Ah, was ist das? Verdammt, ich Dummerchen. Ich Dummärchen. Ach, Mensch, 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 Mensch. Ach ja, so, ich würde das gerne ja auch noch so ein bisschen interaktiv gestalten. Zum Beispiel so, dass man parallel Twitter laufen lässt oder Facebook oder halt soziales Netzwerk. Mein Problem da ist halt, dass ich keinen zweiten Bildschirm habe. Da müsste ich mir erstmal einen zulegen, um das auch machen zu können. Ja, und da sieht es doch ein bisschen mau aus. Und ich sage, ich will jetzt nicht ständig meinen Fernseher aus der Schrankwand nehmen und zum PC tragen. Ich meine, angeschlossen ist er schnell mit HDMI-Kabel, also das ist nicht das Problem, aber ständig wieder hin und her tragen, wird, denke ich mal, auf die Dauer doch lästig, könnte ich mir zumindest vorstellen. Deswegen mal schauen, ob ich das mache. Ich meine, ich habe noch ein... Ach nein, das wollte ich jetzt gar nicht angreifen. Ich meine, ich habe noch ein Tablet-PC. Ja, vielleicht wäre das ja eventuell eine Sache, die man darüber etwas machen kann. Aber da müsste ich den entweder irgendwo anbringen, dass ich halt die Möglichkeit habe, dass da jetzt neben meinem PC irgendwo auf einem Fuß, Sockel, Stativ steht, weil ansonsten muss ich immer mal nach unten gucken. Und gehen mir ja doch Sachen vom Spiel verloren, aber auch Sachen eben, aber auch eben Dinge, die er jetzt twittert. Was fände ich dann nicht doch ärgerlich. Also ganz ehrlich, einen zweiten Bildschirm
werde ich jetzt mir erstmal nicht zulegen. Mal gucken, ob ich werde das einfach mal so ausprobieren mit einem Kumpel, dass einfach so, dass der mir mal so per Messenger Nachrichten schickt und so weiter. Und ich die dann einfach irgendwie mal gucken, wie man das genau ausprobieren, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ob das und wenn das eigentlich mit so klappt, wie ich mir das vorstelle, könnte man halt auch eine interaktive Session machen. Muss ich mal wirklich schauen. Ich hatte es ja eigentlich schon mal ganz am Anfang angekündigt, dass ich das gerne machen würde. Ob es klappt, ist die zweite Frage. Aber mal schauen. Also ich werde mir definitiv keinen zweiten Bildschirm zulegen und ob das reicht, wenn ich das Tablet daneben habe, egal ob liegen oder irgendwo auf einem Stativ stehen, ob das dann geht, also Tablet ist Tablet-PC jetzt, nicht so, nicht, dass ihr denkt, irgendwie so ein Grafik-Tablet, sondern so ein Tablet-PC von Acer. Derzeit ist Windows 8 drauf. Mal, also ich finde es gar nicht so schlecht, auch wenn viele sich drüber mockieren. Ich finde es eigentlich recht interessant und gut gemacht. Aber muss ja jeder, macht ja jeder, wie er denkt, und jeder hat da auch seine eigene Meinung dazu. Ist ja auch gut so. Also, wie gesagt, muss ich dann mal schauen, wie es, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das alles vorstelle, oder dass jetzt erstmal nur sozusagen ein Hirngespinst ist. Dass das am Ende überhaupt nicht klappt. Mal schauen. Das Doofe natürlich ist, dass wir hier alle auf, dass es hier so viele unterschiedliche Server gibt, denn ja, die Anfragen kamen schon, dass man mal zusammenspielt und so weiter, aber wegen diesen verschiedenen Servern ist das leider nicht so ohne weiteres möglich. Aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt diesen Charakter nicht irgendwie löschen, umändern, denn er ist mir schon irgendwo ans Herz gewachsen. Mit dem habe ich ja in Valorant nicht so wirklich, weil das ein Zuschauer